Ladies and Gentlemen, es ist soweit, wir gucken die zweite Folge von Sascha Hellingers Mitarbeiter des Monats. Sascha macht gerade so eine Serie, wo er so jeden Tag oder jede Folge so einen neuen Job ausprobiert und jetzt geht's nach Wien und er macht Kanalreiniger. Ich bin sehr gespannt. Die erste Folge war sehr geil, Chat meinte, die zweite, so diese hier, soll noch geiler sein. Ich muss Jobs ausüben. In verschiedenen Ländern. Die kurios sind. Etwas kurioser. Also da waren Berufe dabei, den habe ich so noch nicht gehört, wenn ich jemanden gefragt habe, was er beruflich macht. Die Medienwelt geht wahnsinnig schnell. Ein Skandal. Bruder, auf Inception-mäßig hier. Ich bin weg, deswegen. Weil ich stand jetzt jedes Mal, wenn mich jemand fragt. T-Shirt wechseln. Ja, es ist am selben Tag aufgenommen. Ich habe gerade eben die andere Folge geguckt. Okay, hier ist die Wahrheit. Holy shit. Hast du mal wirklich gearbeitet? Muss ich sagen, ja, mit 17 an der Kaufmannkasse. Und jetzt kann ich halt sagen, ja, ich habe Berufserfahrung in 6 verschiedenen Jobs. Alter, ich habe jetzt schon ein wirklich komisches Magengefühl, ne? Zweites Land, zweiter Job. Übrigens, Marc Gebauer hat abgesagt. Hallo. Ich bin die zweite Wahl. Nein! Nein! Kroko war in der zweiten Folge dabei. Oh mein Gott, ist das krank. Und ich sag ja, und dann ist es sowas. Freund? Klar. Geil. Freund. Wien ist eine wunderschöne Stadt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung, dass es so schön ist. Da gibt es schöne Sachen, schöne Ecken. Ja. Oh mein Gott. Hä, weißt du's? Wir werden so malochen. Also. Weißt du's? Ja. Hä, jetzt Mann. Macht alles Sinn. Es macht jetzt alles Sinn. Oh no. Mistplatz. Oh nein. Wir dachten, wir sind für den Abend Müllmänner. Wo sind wir? Ich weiß nicht. Ich glaube, Paul ist aus Wien, der kann es besser sagen. Verstecktes Industriegelände. Okay. Ich war hier noch nie, Bro. Was soll ich dir sagen? Ich doch auch nicht. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Keine Ahnung. Wir waren so dumm. Wir dachten wirklich, wir haben alles durchschaut. Wir sind bei der Müllabfuhr. Wir werden die Stadt sauber machen. So? Servus. Hallo. Das kann nicht die Müllabfuhr sein. Aber was dann? Servus, bin der Marc. Servus, grüß dich. Sascha, hi, freut mich. Wir suchen dringend Arbeiter und ich habe gehört, ihr macht hier einen Scheiß mit. Und mit den Scheiße steigen wir heute. Der Witz da ist, ja. War der Lenker. Scheißhaufen. Wir sind bei der Müllabfuhr, oder? Ja, aber hier ist auch Wien-Kanal. Kanal. Hier geht's heute in den Kanal mit uns. Kanalisation. Wir folgen. Part 1 es Scheiße. Es hat 2 Türen gedauert, bis es effektiv nach Scheiße gestunken hat. Du bist durch die Haupttür rein, die zweite Tür ging rechts rein und da hingen einfach alle Gummistiefel von den Jungs. Das sind nur Männer dort. Von den Jungs hingen da einfach runter. Und da kannst du den Gummistiefel so gut reinigen, wie du magst am Ende von der Arbeit. Da bleibt immer was kleben, glaube ich. Nein. Nice. Ein fatales Ereignis war. Ich würde schon fast sagen, es war die Klamottenkatastrophe. Also, nur zum Verständnis. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber ich trage L. Ich lache da gar nicht. Danke nochmal, Freund. Bitte, Freund. Und ich sage immer so schön: jede Sünde kannst du im Kanal sehen. Jede Sünde. Ja, aber kein Fahrrad oder so, oder? Kann auch mal passieren, ja. Und natürlich aber auch jede Menge Krankheiten. Krankheiten? Ja, Krankheiten. Riechst du gut, generell? Also nicht, ob dein Körpergeruch gut ist, sondern ob du gut riechen kannst. Ich hatte dafür einfach keinen Kopf, Sascha. Ich wollte einfach, dass du mich in Ruhe lässt. Nee. Okay. Heute ist so ein Tag, würde ich mir wünschen, Mensch, schnupfen jetzt. Bro, meine Nase ist richtig scheiße. Ich glaube, ich wäre gemacht für den Job. Wahnsinn. Ich war einfach fundamental in jedem Aspekt zu groß für diesen Job und vor allem für diese Kleidung. Aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Und wow. Mein Wille war es, wenn ich schon da war, dass ich auch in diesen Kanal hinabsteige. Man muss ganz knallhart jetzt eine Sache nochmal sagen. Zu dem Zeitpunkt haben die auch ab und zu mal hinter der Kamera gesagt, ey, es kann sein, dass er nicht mitkommen kann, weil die wirklich... Die haben die Gummistiefel von irgendwo anders geholt. Die haben die Klamotten von irgendwo anders geholt. Da hat einer noch versucht, eine Hose aufzureißen. Also, was die da noch umgesetzt haben, dass du mitkommen kannst, war... Das ist jetzt so eine unfassbar untypische Statue für jemanden, der im Kanal arbeitet. Also ich meine, er sieht jetzt nicht ultra dick aus, oder? Wirklich krass. Wir gehen mit euch auf eine Schicht. Ganz normale Programm. Ah, okay, er ist auch groß. Ja, okay, true. 2,07 Meter, Alter. Ja, okay, das kann auch natürlich noch ein Problem sein. Ja, stimmt. Aber wie ganz normale Probearbeiter. Aber dann kommen wir nachher noch. Der Dominik geht mit euch auch nachher noch alle Sicherheitsvorkehrungen durch. Na, da gibt es einiges zu beachten. Unten haben wir halt das Sagen. Ganz einfach. Ganz einfach. Auch er hat sich auch Erdgeier gemacht auf frisch. Unten, was wir finden oder sonstiges, heben wir nicht vom Kanal auf. Es wird nichts in den Mund genommen, nichts abgeschleckt oder sonstiges. Was? Ja, okay, hatte ich jetzt auch nicht vor, Digga. Schade. Man darf unten nicht rauchen, also nicht mit Feuerspielminofen oder sonstiges. Das sind halt die strengen Regeln. Das dürfen wir gar nicht. Ja, sonst. Gibt's eigentlich gar nichts. Das war das kürzeste Intro, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Ja. Nee, Seven vs. Wild war noch ein bisschen kürzer, aber ansonsten war es sehr kurz. Ja. Dominik bis heute dankbar. Der hat einfach. Und das Briefing, was wir über diesem Snowbike bekommen haben, wo wir jetzt waren, Junge, das war noch kürzer. Aber der hat uns einfach nur gesagt, ihr müsst einfach nur fahren. Danke, Bro. Kurz gesagt, hier, zack, zack, zack und los. Ihr bleibt in der Mitte. Ja, achso, okay, ja. Fenster mit. Das war für mich schon der Moment, wo dieses Bauchgefühl in mir drin so komisch wurde. Im Sinne von, wenn es im Kanal jetzt gleich wirklich, wirklich heftig ist, dann lege ich zu dem Material noch von mir Erbrochenes mit rein. Na ja, moin. Aber wenn es so viel kaputt ist, ich glaube, ich hätte in so einem Kanal gar nicht so ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht, wie eng es in so einer Kanalisation ist, aber ich stelle es mir da jetzt nicht so eng vor. Wo ich richtig Probleme hätte, wäre so, kennt ihr diese Videos, wo so Bergsteiger durch so ultra enge so Klippen oder wie nennt man das halt so? Ihr checkt, was ich meine, so durch so enge Dinger so durchklettern, Alter. Boah, Junge, dann bleiben die da so stecken oder so. Whoa. Junge, Junge, Junge. Das wäre der Endgegner für mich. Das wäre der Endgegner. Den war ich nicht erkennen. Ja, doch. Doch. Bist du am Wibbeln? Bist du nervös? Ich? Ne, ich hab Vorfreude. Dass ich heute hier mit euch bin, abends hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich freue mich. Wir sind noch eine ganze paar Stunden sind wir noch zusammen unterwegs. Na ja, auch mal was machen, wa? Ja, und man hat auch echt das Gefühl, man ist schon nach 5 Minuten Teil dieser Familie von den Kanalreinigern da in Wien. Aber trotzdem hat man einfach gemerkt, die Stimmung ist bei mir jetzt langsam, geht's los. Aber wirklich, wir standen bis hierhin komplett in der Scheiße. Tote Ratten, aufgedunsen wie Ballons. Ne, da hat nur gefehlt, dass du drauf tippst und die explodieren. Die explodieren wirklich. Tote Ratten explodieren. Okay, das rechne ich aus. Sascha, Digga. Ich kann dir sagen, es hat so Ort gestunken. Das ist der Wahnsinn. Ja. Du hast mir den komplett du warst doch nicht in dem Kanal. Du hast schon die Scheiße gerochen, die ist schon schlecht. Und dann erzählt dir der Typ so eine Horrorgeschichte. Also wir sagen im Freundeskreis immer eine Sache. Und zwar, wenn was schief läuft, da geht unser Lenker immer Richtung Scheißhaufen. Ihr habt voll eingeschlagen und ihr seid voll eingeschlagen. Da vorne ist der Lenker. Ah, okay. Ja, da gehen wir gleich noch hin. Es vibet zwischen denen aber besser als in der letzten Folge mit dem Auktionär-Greider. Weil da hat es null gevibet. Hier ist schon ein bisschen mehr Chemie zwischen den Leuten und Sascha. Denn da ist der Lenker. Mit diesem Hochdruckwagen heute werden wir den Kanal einmal durchspülen. Du ziehst uns jetzt den Helm an. Ja. Dann kriegst du mir runter und dann spülen wir den Kanal durch. Ziehen wir der Jacke schon aus. Genau. Junge, Fetisch aus. Ich gehe ohne Jacke. Ja, ohne Jacke. Ja. Nur das. Okay. Paul war noch nicht, also ich war gerade da, habe einen kleinen Berufstest gemacht. Das ist schon, also die Jungs haben meinen Respekt. Digga, Junge, Sascha stripped out, no joke. Saschas Hose ist auch ein bisschen auf Tim Gabel wieder angelehnt, Junge. Da sind wieder die Eier ganz luftdicht verpackt. Heilige Scheiße, die sind richtig vakuumiert da, Junge. Bist du bereit für 12 Creator mit viel zu schnellen Fahrzeugen? Er ist nicht bereit. Mojo Games, 4. Februar, live auf Join.
für mich ist es einfach nichts. Bro ist also nicht mal Marc Gebauer stinkt so krass, ehrlich. Also allein, dass ich da jetzt runtergehe, finde ich schon sehr krass, ehrlich. Ehrlich. Aber ihr müsst ja auch mit runter, so. Also ihr kommt ja mit. Ja, Mann. Alter, ihr habt auch meinen Respekt. Ich habe unter anderem verschiedene Lieblingsautoren, die mir sehr in meiner Lebensfindung geholfen haben. Sehr schwierige Phasen. Und unter anderem Franz Kafka. Der mir vor allem, seine Worte sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, vor allem im späteren Verlauf. Welche Worte zum Beispiel? Ich war beschämt, als ich herausfand, dass das Leben ein Maskenball ist und ich mit meinem wahren Gesicht gekommen bin. Stark. Gänsehaut. Aber das hat dir in der Situation halt auch nicht geholfen. Nein. Alter, ist das krass. Genau, halt ein bisschen an. Ja. Könnte ein bisschen rutschig werden. Ja. Das ist so ein Gänsehautmoment, weil du kommst in dieses Nasse und unten auf dieses Weiche. Also du hast so, du bist nichts. Reese würde da wieder schön hinfallen. Boah, das würde ich sehen wollen. Dafür würde ich Geld bezahlen. Dominik, wie er in so einen Haufen Scheiße fällt, Bro. Ich wirklich fest im Unterwegs. Das wäre geil. Mischung zwischen nass und... Das wäre geil, so, what the fuck. Alles ist so glibberig. Alter. Das ist nicht eine geile Mischung. Und wenn du dann noch überlegst, du stehst im Kanal, dann das sind einfach das... Das ist also geil. Ich hatte nur noch eine Sorge, ja? Ja. Wasser. Und du siehst nicht den Boden. Verrückt. Aber ich dachte, vielleicht gibt es im Boden ein Loch. Boah, das ist anscheinend auch echt lauter, oder? Du fällst da einfach hin. Willst du ja nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Die Kanaltaufe, liebevoll. Ja. Ich auch nicht. Ich bin gerade immer noch sprachlos. Boah. Was ist das? Steine? Fällt einer von dem hin, oder? Was denkt ihr eigentlich, was ist ein Surfbrett in Kanalsprache? Ein Surfbrett? Das ist ein kleines Quiz. Ein Stück Scheiße, das schwimmt. Nein. Da haben wir ein Surfbrett. Ach, eine Binde. Digga, das ist so Männerhumor, Alter. Das ist krank, wirklich. Das ist so richtige, so wir haben eine Männer-WhatsApp-Gruppe-Type-Shit. Ja. Was ist ein Torpedo? Tampon. Ja. Was ist ein Schlauchboot? Kaboom. 2-0. Ich hatte keine Zeit und keine Geduld für den Schlauchboot. Ich wollte raus. Ja, und da waren wir mal wieder Yin und Yang. Das ist krank. Weil als ich dann unten war, war meine Laune auf dem Zenit. So, und da haben wir schon so Material, wovon wir reden. Das ist Material. Oh, was ist das? Ablagerung, verrottete Exkremente. Boah, Material. Ey, das ist Heimat für mich. Ey, und das Verrückte für mich war das ist schon fast nostalgisch. Ey, im ersten Moment dachte ich einfach, das ist dunkler Sand. Bruder, am liebsten würde ich jetzt eine Schaufel nehmen und schön... arbeiten. Jetzt mal ehrlich. Im ersten Moment dachte ich, das ist einfach nur dunkler Sand. Wir sprechen halt vom Material, weil das kontaminiertes Material ist. Was passiert? Jetzt? Ja, super. Ich brauche noch bestimmt 10 Minuten, bis ich glaube, dass ich hier bin. Die Kommandos, ihr müsst wie ein Mann brüllen. Oh! Einfach nur wie ein kleines Quiekemäuschen brüllt. Wir verstehen euch da oben nicht. Ja. Wie gesagt, und hier? Digga, das ist richtige Männerarbeit, Junge. Haben wir alles komplett Material. Ja. Wir holen insgesamt 20 Tonnen Material am Tag raus. Heilige Scheiße. Material! 20 Tonnen ist weit. Material hat es auch in unseren Wortschatz geschafft. Ja. Material. Es riecht nach Festival Dixie Klo Tag 3 Ende. Oh, was siehst du hier alles? Was ich da sehe? Ja. Oh. Was gehört alles nicht in die Toilette? Irgendwas aneinander. Was ist nochmal? Das sind Tampons gewesen, oder? Aneinander geschnürt. Ja. Die verknoten sich nachher mit Schnüren und werden nachher wirklich. Da kann nachher eine Länge wie eine Anaconda.
Und da dachte ich mir, aber du musst es ja überhaupt nicht hochheben. Also man sieht es auch wirklich gut, wenn es am Boden liegt. Also es ist gar kein Grund, dass man das jetzt so hochzieht wie Weihnachtsbaum. Hab einen kleinen Mülleimer auf der Toilette. Ja. Damit das nicht in der... Bro, wirklich, das ist so ein Thema auf Twitter immer so, dass Leute darüber reden, ob oder ob man nicht einen Mülleimer auf Toilette hat. Digga, wer zum Fick in Gottes Namen hat keinen kleinen Mülleimer auf der Toilette? Was seid ihr für Gottlose, Alter? Egal, ob Mann oder Frau, ist scheißegal, Bro. Das ist ja... Also, wenn ihr keinen habt, ist gottlos, wirklich. Sag ich euch so, wie es ist. Das ist kranke Scheiße, Mann. Auch wenn man keinen Darmbesuch hat, macht es doch ultra Sinn, einen zu haben. Junge, wie oft man irgendwie, weiß ich nicht, Digga, Naseputz wegmacht oder so. Der ist das krass, das krass. Station landet und dadurch auch nicht in Marc seine Hände unter anderem. Ja. Du hast einen im Zimmer und nicht mal den benutzt du. Das Ding ist, das geht auch gerade nicht. Das ist ja kein richtiger Mülleimer, das ist ja mehr eine Mülltonne. Und da haben wir halt immer noch das Problem, dass da halt jetzt gerade eventuell der Kompressor draufsteht. Ich mache da mal kurz ein kleines Foto von. Das ist jetzt halt vom Ding her das Problem. Ich kann die Mülltonne ja gar nicht benutzen, you know? Weil die gerade noch als Halterung agiert. Das ist ja halt das Ding. Deswegen, sonst würde ich die ja natürlich benutzen. Aber gerade muss da ja der Kompressor stehen. Checkt ihr, wie ich meine? Ja, ich würde sagen, das ist das Wichtigste, ja. Was denkt ihr, was findet man hier unten alles noch so im Kanal? Alles mögliche. Schrauben. Mordwaffen. Patronen liegen hier rum und wirklich alles, was Liebespärchen auch manchmal so rausflutscht. Ein Spielzeug, du spielst ja nicht die zweite Runde, oder? Nein, also, was du ja auch in den Arsch reinschiebst. Alles, so. Ja. Alles. Oh. Aus Metall, aus Gummi, mit Fernbedienung und alles. Hey, danke, Grüße aus an Marcel. Marcel. Warum spielt man das runter? Digga, hä? Habt ihr schon mal hier unten Gold gefunden oder so? Ja. Wer spielt denn einen Anal-Plug runter? What the fuck? Also du willst wirklich nicht dort in dieser Scheiße rumwühlen. Ja, blöde Idee, aber war mein Fehler. Heutzutage, ja. Es gab damals wirklich hier Leute, die aus haben Versehen? Ja, aber wie genau funktioniert das? Wie kommt der Anal Plug aus dem Arschloch jetzt in die Toilette? Vergessen rauszuholen und dann kacken gehen? Nein. Das ist doch nie passiert. Ich sag, das ist doch nie passiert. Nein. Das ist Quatsch. Leute, das ist Quatsch. Wollt ihr mir sagen, es gibt Leute, die haben vergessen ihren Analplug. Man merkt doch, dass man einen Analplug im Arsch hat. Bro, wollt ihr mir sagen, dass jemand auf Toilette gegangen ist, nicht gemerkt hat und dann einfach den Analplug ausgekackt hat? Nein. Nein, Jungs, wirklich. Also wirklich, nein, das ist Quatsch. Das ist Cat, Bro. Es gab damals wirklich hier Leute, die haben hier unten im Kanal gelebt. Ja. Die haben sich Strotter genannt. Digga, diese Strotter haben bis in die 70er Jahre sogar noch hier unten gelebt. Oder die Fettfischer. Die haben Schnüre gespannt und dadurch haben sie eben mal das Fett abgetroffen und haben das zum Seifemachen eben mal verkauft. Ey Jungs, ihr kriegt von hier, von mir, kriegt ihr nicht viel raus. Ich bin. Guckt ihr irgendwer in den Stream gerade aus der Kanalisation? Sitzt da gerade jemand mit seiner Switch und seinem Starlink gerade in der Kanalisation, Bro? Ah, Henke, yo, was geht? Was los? Ja, ich hab Spaß gerade. Sascha? Ja? Ihr gedacht, wir gehen mal ein bisschen gucken. Gucken? Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, was wir mit heimnehmen. Ey, aber Kroko scheint zu enjoyen. Ich sag ehrlich, Kroko hat da eine super Zeit gerade, ne? Dem geht's wundervoll, Bro. Der lebt das da. Was haben wir denn noch? Wo ist das Handy? Hey, was ist das? Krass. Digga, also, überleg mal, irgendeiner hat sein Handy verloren, fragt sich vielleicht bis heute, wo das Handy liegt und wir finden es hier einfach im Kanal. Das ist scheiße. Ja. Stell dir vor, du hast aus Versehen dein Handy die Toilette runtergespült und siehst es dann in einem Sascha-Hellinger-Video. Na super, Digga. Mafia, Drogenhandel, Schmuggel. Irgendwas hat dieses Handy erlebt und zu irgendeiner kriminellen Machenschaft war das Handy gut. Weil die Chance, dass jemand das einfach ins Kanal fällt, ist super gering. Ich sag ganz ehrlich, da war einer Samstagabends unterwegs oder Freitagsabend auf 2 Promille und dem ist das Handy einfach da irgendwo reingefallen. Film mit Weiß. Das ist meine Geschichte zu dem Handy. Kuss, Bruder. Kann auch sein, ist halt langweilig. Vielen Dank, Mann. Oh. Der Anker. Das war das erste Highlight. Stopp! Oh, was geht jetzt ab? Zum Schaufeln. Ich dachte, das wäre unsere Schaufel. Ich finde auch noch von der Form her, von diesem Anker, könnte es auch einfach eine große Claymore sein von Call of Duty. Jetzt holst du Stange. Stange? Ja, Stange. Und sagst dann eben mal. Stopp! Lauf noch! Ah. So. Oh! So, er hängt das an. Okay.
Ich sag so oben den Lenker ohne Wasser. Lenker ohne Wasser. Nein, du sagst mit dem Lenker. Ja. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Und jetzt gehen wir da in Richtung und sagst, los noch. In die Richtung geht. Welche? Doch. Dort lang. Los noch. Los noch. Und selbst ich als Wiener habe nicht verstanden, was... Boah, da wollte gerade sagen, ich verstehe kein Wort, was sie da sagen, Bro. Holy shit, nix verstanden. Was du hochgeschrien hast? Ich habe keine Ahnung. Ey, das war alles, ja, die Einführung hat bis jetzt irgendwie noch gefehlt. Zieh! Ja. Paul, du kannst dir ruhig helfen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was machen die gerade? Ich check's nicht. Oh mein Gott. Oh nee. Machen die schon was oder bewegen die das erst irgendwo hin? So, ich wusste auch, bis es dann passiert ist, nicht, was unsere Aufgabe jetzt essentiell ist. Wir schwammen einfach diesen Kanal. Das Problem ist halt, zwischen die Schächte ist immer Material oder sammelt sich immer Material. Und mit diesem Schuh schwammen wir von einem Schacht bis zum anderen Schacht. Von einem Schacht? Bei dem anderen Schacht können wir dann mit dem Sauger oder händisch schaufeln, arbeiten. Weil wenn das Material hier dazwischen liegt, können wir das nie rausholen. Versteht ihr? Ja. Darum schwaben wir immer. Nochmal noch für mich. Passt. Schwaben. 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 Ja. Was war der Fachausdruck dafür? Habe ich keine Ahnung. Ich bin auch nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Schwaben. Also du schwingst es da unten passiert. Nach rechts und nach links, um einfach nur alles wegzuschieben. Du willst einfach, dass es weg ist. Und dafür ist dieses Gerät da. So, hier geht's alle noch da hinten. Das heißt, dass wir jetzt das Material sozusagen von hinten immer weiter nach vorne schieben? Genau, wird immer weiter vorgeschlossen. Gibt es Fragen, Sascha? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wait, was? Bro, das sieht so krank useless aus. Was macht das? Am Anfang sieht es wirklich ein bisschen aus nach so Kinderspielplatz, wenn mal so ein bisschen Wasser rauskommt. Ja, aber die haben uns zu uns ja gesagt, über 100 Bar kommen daraus an Wasser. Ja. Und ich sage euch eins, dieser Anker hat eine Power, dass selbst ich in dem Moment dachte, als das Ding losging, wie soll ich das halten können? Ja. Wie? Ich war, ja, ich bin fehl am Platz. Digga. Ich weiß nicht, ich versuche, das vom Boden abzubekommen oder von den Wänden? Boden? Ja. Junge, das sieht ultra anstrengend aus. Holy shit. Das war das Paradebeispiel für mich, was ich je mit meinen eigenen Augen wahrgenommen habe. Mensch gegen Maschine. Mensch gegen Maschine und Material. Boah, Boss. Stell dir vor, du kackst einfach in Wien und Sascha Hellinger macht sauber. Das ist krass. Das ist heftig. Holy shit. Junge. Bro. Was ich da gemacht habe, war einfach nur gekämpft. Das war so ein halbes Sascha Huber-Worker, was er da gerade gehittet hat. Ich habe da einfach nur, das war ein Kampf gegen mich selber da damit. In deinem Fall war es nicht Mensch gegen Maschine und Material, sondern Maschine gegen Maschine ich mit Material. Ich war der mechanische Maulwurf in unserer organischen Gruppe. Wow! Wow! Junge, ist der am Ackern, Alter. Ja,
lass uns doch mal 50 Meter gegeneinander rennen. Dann gucken wir auch mal, wem es ist. Okay, Sascha, okay. Ich habe den Kampf alleine in der Umkleide schon verloren. Ja, okay, sorry, lass mir doch einfach den kleinen Erfolg gewonnen. In deinem Video, ja? Du hast gewonnen, weil du eine Maschine bist. Was kommt jetzt? Die große Absaugung oder was passiert jetzt? Das ganze Material nach vorne geschwappt haben, unter die Öffnung, ja, unter die Kanaldeckelöffnung, war es unsere Aufgabe, das Material zu sammeln und dann einen Bereich zu formen, wo wir aus dem Material einen Damm gebaut haben, also eine Erhöhung, damit das Wasser vom anderen Sektor nicht bei uns reinkommt, damit wir halt auf schön halbwegs trockenen Boden das Material stemmen können, um es dann fortlaufend für den Sauger vorzubereiten. Schöner Klär. Scheiße schaufeln. Wir mussten Scheiße schaufeln. So, euer Arbeitsgerät für jetzt. Bitte schön. Und wir machen dann auch Wettrennen, wer schneller ist. Das können wir machen. Es gibt dumme Entscheidungen. Bist du dumm? Das ist deren Job, Mann. Digga, du spielst League of Legends. Bro. Ich spiel Counter-Strike, Mann. Ja. Digga, du kannst niemals nicht aufgeben. Immer alles auf deinen Scheiß kommen. Niemals aufgeben. Da hat es dir auch Kafka damals eingetrichtert, als du es Buch gelesen hast. Nee, das hat tatsächlich David Goggins. Labert mich immer voll mit seinem Mindset. Ja, dein Mindset ist super, aber deine Skills sind scheiße. Ich bin schon schlecht gelaunt und denke mir einfach, okay, ich ziehe durch. Und dann kommt noch so eine Scheiße dazu. Was ist der Wetteinsatz? Putzen des Arbeitsmaterials. Nein. Ich auf der Schultoilette, wenn ich damals aus dem Unterricht geworfen wurde und mir instant langweilig geworden Minute ist. Minute 28, ich auf der Schultoilette. Okay, gucken wir, wenn es kommt. Wir opfern jetzt unsere Bandscheiben. Junge, sind die am Malochen, Alter. Wir haben verloren. Ja. Also natürlich haben wir verloren. Meine Seite des Damms war fertig. Mir wurde erklärt, dass du musst. Also wer? Ich hätte nicht gedacht, dass Marc und Dominik so genau hinschauen. Ich habe nämlich noch fertig gerufen und dann haben die rübergeschaut. Und dank Paul seiner grandiosen Wette wussten wir, wir haben noch Zeit da unten, wir müssen noch abarbeiten. Unsere Schicht geht nur noch 7 Stunden oder so. Und sobald wir nach oben wiederkommen, dürfen wir das gesamte Material von den Jungs putzen. Digga, Lava, nein, ist ein Traum. Du bist wirklich, also so blöd kannst du sein. Also du würdest, wenn da 100 Mann kommen mit allem und du stehst da mit deinen Händen, aber die meisten würden sagen, was ein Idiot. Ja, und deswegen und ich bin ich Spontane und du Perser. Digga. So, nein, deswegen gesagt. Bist du... Digga, was verguckt mir da immer für Zitate aus, Junge? Was ist mit dir? Du Glück und ich bin halt, ich geh's ein bisschen bedachter an. Und ich sammle Lebenserfahrung. Sorry. Ihr wird nützlich diskutiert jetzt zwar. Ja, ne, mach mal einfach. Was soll ich machen? Ja, ich starte jetzt rein. Nimm ihn dir. Ja, ja. Und jetzt? Also jetzt im Nachhinein ist das ja wirklich, wirklich schön. Ist das schön. Es ist schrecklich. Ey, ich dachte wirklich, besser wird's nicht mehr, aber als dieser Riesensauger nach unten gehievt wurde und es dann hieß, ja, saug hier mal auf. Ansaugen! Digga, was saugst du da nicht mainly einfach nur das Wasser hoch? Ich habe nichts mehr über meine Lippen bekommen, weil ich wollte, ich bin ehrlich, so schnell wie möglich nach oben. Bro, Kroko sieht nicht aus wie ich in Dick. Das ist krass. Endlich, sag's ihnen, Kevin. Wait, hörst du das öfter, Kroko? Na, oder? Die ganze Zeit permanent? Na. Bro, was? Ich finde, er sieht aus wie Dominik ohne Bart. Da war ich im Fokus, da war ich im Tunnel. Alter. Weil ich wusste, okay, du machst schon die Bergsarbeit. Yo, der fette Kevin hat mal wieder einen Spruch rausgekickt. Und ich muss dir das Material zuschaufeln, damit die hier schneller fertig sind. Wenn ihr so eine Riesenröhre seht, wisst ihr, da unten in dem Moment ist gerade richtig heftig einer am Material absaugen.
Wir sind ja da unten mit Marc und Leander mit zwei Kameras darunter. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, war eine Kamera weg. Der Marc war gar nicht mehr irgendwie unten mit uns im Kanal. Wo warst du? Gegenschüsse oben an der frischen Luft. Übergeben. Also ob du dich jetzt oben übergibst oder ob ich das jetzt nach oben direkt senden? Auf die Schaufel kotzen können. Ja. Und wir hätten es direkt nach oben und ich hätte es direkt entsorgt. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Bro, ich habe nie verstanden, es gibt so Leute, die kotzen so ultraschnell von irgendwie gefühlt allem. Das habe ich nie gecheckt. Bro, ich muss fast nie kotzen. Wir haben zusammengetragen und dann sagt Marc zu uns, wenn ihr diesen Haufen fertig habt, seid ihr durch. Und ich weiß noch, dieser Haufen war so ein riesen Scheißhaufen. Das war unser Endgegner. Mir ist währenddessen eine Metapher eingefallen. Und Alter, jetzt kommt er wieder, Bruder. Junge, Kroko hat im Deutschen durch ein bisschen zu gut aufgepasst. Hat sich das so angefühlt, wie kennst du das im Sommer, diese Slushies? Nee. Wow. Was ein schönes Bild. Sandkasten. Und dann fängst du wieder an zu realisieren, warte mal, das, was ich da drauf packe, ist scheiße. Muss auch mal Zähne zusammenbeißen. Löwe. Habt ihr echt super gemacht. Top. Hey. Danke. Man muss euren... Man merkt, dass Kroko öfter mal ein bisschen League of Legends spielt, weil wenn man viel League of Legends spielt, dann wird man auch so langsam zu so einem Psychiater. Man muss so die Leute so ein bisschen auch behandeln, während man so Solo-Queue spielt. Weil, wisst ihr, was ich meine? Also die kommen alle mit Problemen dahin und du musst versuchen, dass wenigstens für die Zeit, wo sie mit dir zusammenspielen, dass die Probleme keine Rolle spielen und dass sie einfach mal verfickt nochmal jungeln oder die Botlane kontrollieren. Versteht ihr, was ich meine? Da lernt man Dinge übers Leben, you know? Ein Job, krass Ehren. Also, ich hatte keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ja. Ihr kommt hier runter jeden Tag und macht es. Und ich meine, okay, ich bin jetzt nicht der Stärkste, aber mit dem ganzen Surrounding, so, ich meine, wir sind hier noch in einem großen Schacht, das gibt es viel kleiner. Also ihr habt meinen herzlichen Respekt. Danke, dass ihr das macht. Ja, danke, dass ihr heute hier seid. Ich kann jedem vielleicht nur empfehlen, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wir suchen aktiv Leute und wenn wir niemanden mehr haben, der runtersteigt, dann gibt es uns auch bald nicht mehr. Digga, Mittelfinger an den Dicken von DSDS. Warte mal, welcher Dicke von DSDS? 20 Euro, wenn du dabei nicht lachen musst. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Wenn von heute auf morgen die Jungs den Kanal nicht mehr sauber machen würden, und das gilt generell für jede Stadt, dann haben wir in wenigen Wochen Krankheiten unter uns, die wir nicht haben wollen. Pest. Fairerweise sagen, weißt du, wie ich mir Kanalisation vorgestellt habe? Wie? So Tunnel mit Wasser und dann so Gräten. Und da sammelt sich so ein bisschen Tampons und so. Und einmal im Monat geht wer runter mit Kescher und sammelt das ein und dann mit wieder Fahrrad. Mit Kescher? Du dachtest angekämpft rein? Ja, ich. Du, ja, was weil du. Was laber ich? Ja, frag, das habe ich mich schon gefragt, als du diese scheiß Wette eingegangen bist. Was laberst du? Was für Kescher? Was für Fische? Was für Gräten? Vollkatastrophe. Ja. Das müssen die Dämpfe gewesen sein. Okay, gleich kommt bei Minute 28, meinte jemand, ich auf der Schultoilette, wenn ich damals aus dem Unterricht geworfen wurde und mir instant langweilig geworden ist. Ich frag mich da, was da jetzt kommt. Frische Luft. Ich hab noch... Ey, die riecht süß. Ich hab die Luft noch nie so süß wahrgenommen. Es war, als ob ich ein Süßigkeitenglas vor mir habe und meine Nase wirklich so tief drin steckt. Ich weiß nicht warum, aber alles hat so süß gerochen. Live. Paul. Live. Paul, riech. Echte Männer. Aus den Jungs wurden echte Männer. Sei ehrlich. Eine Lungenentzündung. Nein! Alles für dich einfach. Ich komme raus, alles normal wie immer. War ein bisschen kälter. Riechst du gut? Nee. Ja, war unten jetzt auch nicht so krass. Fand ich. Also dank der Wette, die Paul eingegangen ist, dürfen wir beide noch... Naja. Bei dir ist der ganze Sinn. Schuhputz. Schaufelputz. Ja. Jetzt kommt das, was ich gerade meinte. Ich damals auf der Schultoilette, wenn ich aus dem Unterricht geworfen wurde und mir instant langweilig geworden ist. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. I need you to kill off my lonely night.
Ich hoffe, dass meine Eltern das nicht sehen. Ich hoffe, meine Eltern sehen das, damit sie mal sehen, dass ich auch einmal hart gearbeitet habe in meinem Leben. Das ist krass. Ein einziges Mal. Das ist krass. Vor allem, er hat das auch nicht donated irgendwie eine Minute vor 28 Minuten bei der Reaction. Nee, Bruder, er hat es wirklich 5 Minuten, er hat es bei 23 Minuten schon donated. Er war so prepared für den Gag. Ist das krank. Wir hatten nur gewartet, ich hätte jetzt bei 5 verschiedenen Streamern donated, Bro. Ist das krank. Für die Erfahrung. Dankeschön. Von Herzen danke für die Erfahrung, Männer. Material. Material. Geil. Duschen. Ja, okay. Tschüss. Von Wien für Wien. Weil Wien ist clean. Oh mein Gott. Ah. Willst du nochmal runtergehen? Ich würde da auf jeden Fall nochmal runtergehen. Für wie viel? Ich würde sagen 3000 bin ich dabei. Wohin? Demi, respektlos. Ich gehe runter. Geil. Geil. War eine gute Folge. War eine sehr gute Folge. Guck weiter. Ja, das ist nur der Spoiler für die nächste Folge. Wir lassen uns nicht spoilern, genau. No?